Hallo und herzlich willkommen, lieber Schütze. Mein Name ist Sirut Sabine und ich freue mich jetzt mit dir gemeinsam in die zweite Oktoberhälfte einzutauchen. Vom 15. bis zum 31. Oktober schauen wir jetzt auf das Thema, worum es geht, was die Hauptenergie ist, die inneren Impulse und auch was das Tarot dir für, ja, Unterstützung anbieten möchte. Wir schauen auf all das, was sich hier zeigt. In der Videobeschreibung unten findest du zwei Links, die dich zur Fortsetzung führen. Denn in dieser Fortsetzung werde ich eben auch auf all das, was auf dem Tisch liegt, noch einmal tiefer eingehen. Ich bin sehr gespannt, lieber Schütze. Lass uns mal direkt schauen, was hier ja deine Hauptenergie ist oder das Thema, worum es geht. Es geht hier um Glück, es geht um glückliche Fügung. Die 18, das ist der Mond. Da geht es nochmal darum, in die Tiefe zu schauen und vielleicht sogar auch aus der Tiefe heraus, ja, dein Glück zu finden, aus der Tiefe heraus dein Glück zu aktivieren. Denn es gibt ja äußere glückliche Fügungen, es gibt aber auch innere glückliche Fügungen, in denen du erkennst, wo du gerade vielleicht anstehst oder wo du mutig sein darfst. So, was ist denn die Hauptenergie hier für Schütze? Wow, die Sonne. Leuchtend, strahlend, hell, dein Glück, was sich hier zeigen möchte, aber auch dein inneres Leuchten, was sich jetzt hier durch vielleicht äußere Umstände, das schauen wir uns gleich nochmal an, in dir aktiviert. Also, wir brauchen ja sehr oft auch äußere Umstände, die dann schlussendlich sich als glückliche Fügung erweisen und die eben auch unser inneres Licht aktivieren. Wow, meine Lieben, Destiny, das Schicksal, das Glücksrad, ja, glückliche Fügung, Glücksrad, die Sonne. Also, meine Lieben, was bitte soll da noch schief gehen? Die vier Stäbe zu Hause bei dir ankommen, eine Hochzeit in deinem Leben. Ich bekomme gerade die Info, vielleicht bist du auf der Suche nach einer neuen Wohnung, planst vielleicht einen Umzug und durch eine glückliche Fügung im Außen bekommst du hier, wow, ja, eine Wohnung, ein Zuhause, wie du es dir erwünscht hast, erträumt hast. Der Magier sagt, du kreierst deine Welt, du kreierst dein Glück. Und was ich jetzt hier über Umzug gesagt habe, das kann auch auf berufliche Themen zutreffen, eine Beförderung, ein Jobwechsel, etwas, was dir schon lange am Herzen liegt, wo du vielleicht schon lange auf der Suche bist und jetzt durch eine glückliche Fügung wird das Ganze in eine neue Bahn gelenkt. Super genial. Also ehrlich, würde ich auch nehmen, sage ich dir, wie es ist. Und ich glaube auch, dass das Schicksalsrad sich hier als Glücksrad erweist und dass es eine Begegnung gibt, die dir hier genau den Impuls öffnet, den es jetzt für dich, für dein Thema, deinen Weg braucht. Ja, hier Hilfe und Unterstützung, die sechs Münzen, der Narr, die glückliche Fügung, die sich hier direkt auf den Tisch legt oder offenbart, ein Neuanfang. Wie gesagt, es kann um berufliche Themen gehen, es kann darum gehen, dass du jetzt genau die perfekte Wohnung für dich findest, dass der besondere eine Mensch hier auf dich zukommt. Oh, ja. Aber, wir haben hier auch den Teufel. Und der Teufel, das sind
die Strukturen, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was sich hier zeigt. Das sind auch Abhängigkeiten, Verstrickungen, vielleicht die Verstrickungen, aus denen du dich jetzt mutig herauslöst. Die drei Schwerter. Und weißt du, lieber Schütze, vielleicht ist es auch ein trauriger Aspekt, der dich jetzt dazu auffordert, neue Wege zu gehen. Ein Herzschmerz, ein Kummer, der aber dann im Umkehrschluss, also rückwirkend betrachtet, wirklich diese glückliche Fügung ist. Weil wenn du erkennst jetzt, wo du vielleicht in einer Abhängigkeit bist, in einer Situation, die dir nicht gut tut, in alten Strukturen, Mustern, Glaubensmustern auch, die einfach dein Licht zurückhalten oder bisher zurückgehalten haben, dann ist dieses Glücksrad, dieser Hauch von Schicksal jetzt die glückliche Fügung, die dich erkennen lässt, wo du dein Licht gedimmt hast und wie du jetzt in dir in eine neue Balance hineinfinden kannst. Ja, fünf Kelche, auch hier nochmal, und vielleicht gab es eine Situation, ich glaube, diese drei Karten gehören zusammen, die dich wirklich... Oh, sehr spannend, bitte nicht wortwörtlich zu verstehen, aber eine Situation, die dich hier nahe an den Abgrund geführt hat, eine Situation, wo du wirklich tief in Traurigkeit verfallen bist, wo du an dir, an deinem Leben gezweifelt hast. Das kann auch hier gerade mit dem Rad ein längerer Zyklus gewesen sein, den du jetzt neu betrachten kannst, weil einfach auch hier von außen neue Impulse dazu kommen. Ja, die Welt, absolut genial, absolut genial. Erste Karte der großen Arkana, letzte Karte, das Ganze hier, die Traurigkeit, die Abhängigkeit, vielleicht ein Suchtverhalten, etwas, was sich schon über lange, lange Zeit hinwegzieht, Jahrzehnte höre ich. Das wird jetzt beendet, damit du hier neu durchstarten kannst. Ich glaube, dass du dich in dir auf ein ganz neues Licht einlassen darfst. Eigentlich wollte dieser Satz allein anders, oh ja, guck mal, und schon die Zunge hier so, wollte dieser Satz ganz anders rauskommen, aber er ist jetzt so gekommen. Die Transformation. An der Unterseite, meine Lieben, das Ass der Stäbe. Eine neue Chance. Wahrlich eine glückliche Fügung. Ein vermeintlicher Schicksalsschlag, in welcher Form auch immer, das kann etwas ganz Großes, wirklich Herausforderndes sein. Das kann aber auch ein innerer Zusammenbruch vielleicht sein. Vielleicht hast du auch wirklich gerade so diese tiefen Emotionen, die hochkommen, die traurigen Gedanken, und du hast dich wie in einer Schleife verheddert. Und genau das möchte jetzt angeschaut werden, denn wenn du diesen Raum für dich in dir öffnest, die vier Stäbe, die Hochzeit in dir, dann kann es sein, dass du im ersten Moment das Gefühl hast, ins Bodenlose zu fallen, in diese Traurigkeit hineinzufallen. Doch schlussendlich findest du am Grund dieses Fallens Frieden und dein Licht, die Sonne. Mich erinnert diese Energie gerade an eine Karte aus einem anderen Deck, der leere Brunnen.
heißt die, glaube ich. Ich möchte dir die hier raussuchen. Also so viel Zeit nehmen wir uns jetzt, weil es genau darum geht. Einmal unten angekommen, geht es nicht weiter. Es geht nicht tiefer. Hier, der Tiefpunkt. Genau, das ist die Karte nämlich. Das Bild habe ich vor meinem inneren Auge. Wenn das jetzt aktuell ist, akut ist oder vielleicht schon war, wisse, wenn du bis hier in der Tiefe bist, geht es nicht weiter nach unten. Das ist der Tiefpunkt und von dem aus geht der Weg wieder nach oben. Das ist wie mit dem Rad. Oben sieht das alles schick und klasse aus und dann geht es nach unten und du denkst, ach du liebes bisschen, jetzt geht hier gar nichts mehr, ich falle ins Bodenlose. Aber dieses Rad, es bewegt sich auch wieder nach oben und genau das ist die glückliche Fügung. Und ich glaube auch bei dir gibt es im Außen einen Aspekt, der dich an diesen Zyklus erinnert, der dich aber auch an deine Verantwortung erinnert, der Magier, du kreierst dein Leben, und einen Aspekt, der dich wirklich auch an die Sonne in dir erinnert. Die Transformation, die sich hier gerade aufzeigt, ist eine wirklich glückliche Fügung, auch wenn sie sich absolut nicht so anfühlt. Es ist jetzt nicht jeder noch in diesem, ich sag mal, Tiefpunkt. Viele von euch sind vielleicht schon wieder dabei, aus dieser Tiefe an die Oberfläche zu krabbeln. Du hast vielleicht schon deine glückliche Fügung erlebt. Ich habe es am Beispiel einer Wohnung eben gesagt, dass du hier eine Information bekommen hast, ein Geschenk, ein Zufall, dass du jetzt genau die Wohnung findest, die du immer gesucht hast, oder den Job oder den Menschen an deiner Seite. Ich möchte das hier aber von Seelenfamilie und Mensch trennen, weil du schlussendlich, wenn es hier um einen Menschen geht, wieder in eine Abhängigkeit hineinrutschen könntest. Ist nicht zwangsläufig gesagt, aber es könnte so sein. Hier geht es darum, in deine Eigenverantwortung zu kommen, das Ass der Stäbe, die Kreativität, die Leidenschaft, dein inneres Feuer, deine Passion, das ist die Sonne, die jetzt in dir aktiviert wird. Und das ist der Beginn dieses Endes. Das beendet sich und du transformierst dich in ein neues Gleichgewicht hinein, in den Magier hinein. Du aktivierst deine Kraft, deine Selbstverantwortung und ich habe sogar auch das Gefühl, dass du wirklich einen Glücksaspekt auch in dir aktivierst. Und wenn wir in so einer traurigen Geschichte drinstecken, wir können ganz oft die glücklichen Momente nicht erinnern. Wir schauen auf das, was schmerzhaft ist, auf das, was traurig ist, auf die Abhängigkeiten, auf vielleicht Sinnlosigkeit. Hier wirst du aber auch ermutigt, dir die Aspekte anzuschauen, die glücklich waren, die verheißungsvoll waren, die dir Mut gemacht haben. Nicht um dahin zurückzugehen, sondern um die Energie der glücklichen Fügung in dir zu aktivieren. Das Glück, das ist etwas in dir, das kommt aus dir heraus. Und ja, es wird durch äußere Umstände, Situationen, Begebenheiten angetriggert. Und doch ist es etwas, was in dir schlummert, was jetzt aktiviert werden möchte. Absolut genial. Ich glaube, dass du lange Zeit hier dein Licht unter den Scheffel gestellt hast, dass du lange Zeit nicht an einen Neuanfang geglaubt hast. Jetzt wendet sich das Schicksal, jetzt kommst du bei dir an und du findest auch dieses Ass der Stäbe in dir. Und dieses innere Feuer, das entzündet diese
diesen Glücksmoment. Das entzündet aber auch die Transformation und die Kreativität und die Eigenverantwortung. Absolut genial, meine lieben Schützen. Halte deinen Fokus, aber nicht auf dem, was traurig ist, sondern auf dem, was möglich sein könnte. Und je mehr du an das glaubst, was möglich sein könnte, diese glücklichen Fügungen in dir, umso kraftvoller wird sich dein inneres Licht entfalten. Und wenn du gerade an diesem Tiefpunkt stehst, wisse, genau dieser Aspekt möchte jetzt ausgereinigt werden, geheilt werden und es geht wieder nach vorne. Ja, meine Lieben, das ist mal sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt überaus neugierig, welche hilfreichen Impulse wir in der Fortsetzung noch für dich bekommen. Es ist definitiv ein glücklicher Neubeginn, auch wenn es bei dem einen oder anderen im Moment nicht danach aussieht. Wisse, das, was schmerzhaft ist, es wird sich beenden, es wird sich ausreinigen. Und es geht jetzt darum, vertrauensvoll in die Zukunft nach vorne zu schauen und auch vertrauensvoll auf dein Licht zu schauen. Und so möchte ich jetzt gern in die Fortsetzung einsteigen. Ich freue mich auf dich, lieber Schütze, und ich sag mal bis gleich.